Willkommen zu einem, wie ich finde, sehr, sehr schönen und für mich sehr leckerem Game, denn es geht um Espresso Tycoon. Ich habe mir da einmal die Demo jetzt runtergeladen. Es gibt auch schon das komplette Game. Ich wollte aber erstmal die Demo schauen. Es sieht auf den ersten Blick sehr schön aus. Es ist sehr gut bewertet und ich bin eine Kaffeeliebhaberin. Das war ich bis vor 2 Jahren nicht, bis ich wirklich guten Siebträger-Kaffee getrunken habe und auch selber eine Siebträgermaschine habe, wie ihr es da hinten im Hintergrund seht. Also keine Vollautomatik mehr und seitdem bin ich kaffeesüchtig. Jeden Tag ein Tässchen. So startet mein Morgen jeden Morgen und es hilft mir, aufzustehen, da ich mich darauf so sehr freue. Deswegen würde ich gerne in dieses Game einmal mit euch reinschauen und dann können wir zusammen schauen, ob es eine weitere Folge gibt oder nicht. Das gucke ich dann am Ende der Folge und auch, wie es euch gefällt. Und über einen Daumen nach oben und ein Abo und einen Kommentar, was ja für mich eine virtuelle Umarmung ist und für den Algorithmus auch, würden uns sehr freuen, denn das ist für YouTube tatsächlich sehr wichtig und deswegen auch für mich. Ich sage schon mal Danke und würde sagen, wir gehen einmal in die Kampagne rein. Und ja, mögt ihr Kaffee? Kennt ihr euch aus mit Siebträger? Was ist euer Lieblingskaffee? Ich liebe Cappuccino und Flat White. Ich bin gespannt, was du magst. Oh, und übrigens, was ich auch liebe, Cappuccino mit Matcha. Ich bin auch gerade voll im Matcha-Game. Aber let's go. So, hier sind wir also. Du hast einen Wettbewerb mit dem Titel Ich habe genug von der Arbeit in einem Unternehmen gewonnen und der Hauptpreis ist die Möglichkeit, ein Praktikum in Cafés auf der ganzen Welt zu machen. Deine Reise beginnt in Kapstadt, Südafrika, wo du das Innenleben eines kleinen Kaffeewagens kennenlernst und dir gleichzeitig wertvolle Geschäftskenntnisse aneignen kannst. Okay. Ich muss auch sagen, als ich damals in Australien, Melbourne war, da hat meine Kaffeeliebe angefangen, weil die hatten super viele Kaffeeshops mit super guten Kaffee. Endlich ist es auch so ein bisschen mehr auch in Stuttgart angekommen, dass es endlich gute Cafés gibt. Ich weiß, da brauche ich euch in Berlin nichts erzählen, ihr habt genug. Aber bei mir ist es jetzt endlich auch so. Okay, Mission starten. You've won a contest titled I've had enough of corporate work. And the grand prize is an opportunity to intern at cafes. Genau, das ist, was ich gerade schon vorgelesen habe. Verkaufe 5 Cafés. Your journey begins in Cape Town, South Africa, where you'll get to learn the ins and outs of running. Okay, wir starten mal. So, Zwischensequenz überspringen. Ich will das sehen, was passiert hier. Wir sind also jetzt in Kapstadt. Soll sehr schön dort sein. Ich war dort noch nie. Wart ihr schon mal? So, das ist also mein kleines Kaffeegeschäft. Oh Gott, da stehen schon so viele Leute an. Wer will denn nachts einen Kaffee? Also, you must be the winner of the contest. Nice to meet you. My name is Kim and I'm here to help guide you during your coffee journey. We're gonna travel around the world together starting here in a beautiful park in Cape Town. Do you see this humble coffee truck over there? Let's start with creating a brand for it. Okay, so sie ist einfach mal mitgereist, ohne dass ich es wusste und hilft mir. Ihre Haarprodukte würde ich auch gerne wissen. Ist schon ein krasses Stockfoto einfach nur, ne? Aber okay, wir gehen mal rein. So. Das ist also mein Logo, das kann ich ändern. Hm, was nehmen wir denn da? Ich hätte gerne was Eigenes, was ich reinladen würde. Maske, das ist ja sehr einladend. Gibt's auch was mit Hörnern? Hm, komm schon. Gib mir was mit Hörnern. Okay, dann nehmen wir das. Espresso. Gnudruns. Das passt wahrscheinlich nicht, ne? Flat White. Da weiß jeder, was er kriegt. Bluetooth Flatty. So, Flat White. So, Farben. Achso, jetzt kann ich auch die Schriftart wählen. Boah, kannst du richtig pimpen hier. Hm. Das finde ich süß. Und die Farbe ist auf jeden Fall gelb. Denn gelb ist meine Lieblingsfarbe. Und das fällt auf. Obwohl, die sieht auch nice aus. Nee, gelb. Alles erledigt. So. Wow, what a brand. I bet your place will attract customers like bees to honey or like pigeons to coffee. Sag's dir. What's going on? Oder wie Tauben zu Kaffee. Moment, was ist denn hier los? Was ist denn los? Oh nein, die Tauben. Oh nein, bitte nicht. Ih, wie groß sieht die denn aus? Übel cursed, ey. Auges, was machen die? Oh nein, die ist jetzt high. Hä? War das gerade ein Fehler? I've seen many weird things in my career, but a caffeinated pigeon is definitely something new. In any case, let's learn how to navigate the scene. By the way, if you ever need help with any task, just click the Show Me How button for more detailed instructions.
Was soll war das? Das war eine Koffierte. Taube, die jetzt hier einfach einen Moonwalk gemacht hat und jetzt ist sie weg. Okay. Es gab doch letztens auch so einen Fall, wo waren es nicht Schwäne oder Gänse in einem Mohnfeld waren und dann übel high waren durch den Mohn? Okay, Bewegung der Kamera. Okay, das heißt, so kann ich mich drehen. Easy. Okay. Pretty easy, right? Ja, but that's easy. Not all. In our world, you can fly around freely like a pigeon. You can switch from strategic to pigeon. Okay. Wechseln in den Kinomodus. Ah, hier. Aha. Okay. Und da kann ich dann richtig. Ah, nice, wie bei Sims eigentlich. Okay. Nice. Now that you know how to move the camera, let's get to work. First, we need to buy some chairs and tables okay. So people can sit down. Wir brauchen Tische und Stühle. Aber ich finde das Tutorial gut, muss ich sagen. Süß, die Ente da. Oh. Okay, was brauchen wir denn? Das ist wahrscheinlich vorgegeben. Wahrscheinlich kann mir die. Wo ist denn mein Geld? Ah, ich habe schon ein bisschen was. Gucken wir mal. Ich finde es ganz wichtig, dass es immer gemütlich ist. Ich hasse es, wenn es nicht gemütlich ist. So, dann packen wir die mal einfach hier hin. Ohne zu fragen, ob wir überhaupt durften. Das ist egal. Die Stadt hat hier nichts zu melden. So, bam. So, wie drehe ich das Ganze? Hier. Bam. So. Und eine Lampe. Okay, wo ist denn hier eine Lampe, bitte? Hier. Und was für eine Lampe? Vielleicht einfach so eine zum Draufstellen? So eine große würde ja gar nicht passen. Nice work. Cute. The park is looking empty. I mean, cozy. You're almost ready to start earning money, but we still need to create a menu for customers to order from. Mhm. Ja, wir brauchen ein Menü, damit sie wissen, was sie sich hier heute geben. Zum Menü und Americano. Wo ist Flat White? Such a diverse menu. Anyway, to help you out, I've already hired a barista and stock. Sie sagt, was für eine vielfältige Menükarte. Um dir zu helfen, habe ich bereits einen Barista eingestellt und die Grundausstattung besorgt, die du für den Kaffeeausschank brauchst. Du bist startklar. Jetzt ist es an der Zeit zu beobachten, wie dein erster Kunde einen Kaffee kauft. Wie gruselig. Okay, da kommen schon zwei Verliebte, die haben ein Date. Bestimmt Tinder-Date, bin ich mir sicher. Sie läuft auch schon durch die Stange, das heißt, muss sehr gut laufen. Okay, Bru. Congratulations on your first sale. While you might not be rich just yet, with a few more million sales, you'll be well on your way. Let's take a closer look at that customer now. Okay, er sagt, es ist nicht mein Lieblingscafé, wahrscheinlich, weil ich noch nicht mehr habe. Americano. Okay. So, klicke auf den beliebigen Kunden. Im Café, um seine Bewertung zu überprüfen. Lässig. Nimm es locker einen Tag nach dem anderen und schiebe Verantwortlichkeit auf, bis sie unbedingt erledigt werden müssen. Yes. Bean Talk und Beanstagram sind das Periskop des Lebens. Meet Johnny Doe, a casual. It's good to know your customers. Fortunately, equipped with an amazing mind-reading device, you can see what your customers really think about their experience. Each review affects your rating points. So, pay attention. Can you see his review of the coffee price? Ja, der sagt, der Preis von meinem Kaffee ist sehr, sehr gut. Also ich sag quasi, ich kann meine Kunden, Johnny Doe, weil man seinen Namen nicht kennt, kann man quasi hier beobachten, was so seine, wie seine Zufriedenheit ist. Okay. Klicke X, um das Kundenfenster zu schließen. Okay. Also, wenn du siehst, dass deine Kunden mit dem günstigen Kaffeepreis zufrieden sind, kannst du in Zukunft den Preis ein wenig erhöhen, um mehr Geld zu verdienen. Das sollten wir gleich mal ausprobieren. Genau, kaum sind die Leute zufrieden, treiben wir hoch. So, Marge. Mhm, wie hoch darf ich denn? Ey, Kaffee kostet mittlerweile 5 Euro. Passt es so? Ja, okay, ich habe das jetzt mal gemacht. Wie du sehen kannst, gibt dir die Analyse von Kundenbewertungen wertvolle Hinweise darauf, wie du dein Geschäft ausbauen kannst. Aber denk auch an die anderen Kunden. Klick auf den markierten Eintrag. Mhm. Okay. So, was sagt er? Hipster. Immer auf der Jagd nach dem nächsten kunstvoll hergestellten organischen Cruelty. Was? Cruelty? Cruelty-free. Fairtrade. Ethischen und lokalen Kaffee.
This is Marco Polo, a hipster. Das ist Marco Polo, ein Hipster. Wie du dir denken kannst, mag er Kaffee zum Mitnehmen, aber du hast keine Becher zum Mitnehmen. Hier, neutral, ich wollte einen Kaffee zum Mitnehmen bestellen, aber sie haben keine Becher zum Mitnehmen. Okay, das ist bad. So. Das ist eine gute Gelegenheit, um zu lernen, wie man Waren bestellt. Machen wir deinen Kunden glücklich und bestellen für ihn Becher zum Mitnehmen. Mhm. So, hier einmal. Bestelle erste Ware. Da oben. Einwegware. Aha. Welchen wollen wir da jetzt? Bestelle Becher zum Mitnehmen. Cappuccino-Becher. Ich weiß halt nicht welche. Die sind halt am besten, ne? Packe ich den in den Einkaufswagen? Prioritäten für die Lieferung erhöhen? Na, dann nehme ich mal so ein. Wahrscheinlich simple Tassen. Oh Gott, Lieferung bestellen. Boah. Einheit zum Bestellen, eine. Sofortige Lieferung, ganz schön teuer. Die Lieferung ist unterwegs. Warte einfach ein bisschen. Im 21. Jahrhundert können Drohnen deine Bestellung ausliefern. In unserer Welt haben die Menschen kein Problem mit der Lieferung durch Drohnen. Sie ist ein normaler Teil deines alltäglichen Lebens. So, da ist es doch. Okay, was denkt er jetzt? Jetzt kommt er. So, so, warum saufen die alle nachts Kaffee? Egal. Komm her, mein Freund. Komm her. Alles wird gut. Du lernst sehr schnell. Du hast Kundenbewertung analysiert und Maßnahmen ergriffen, um deine Gewinne und dein Kundenverhalten zu verbessern. So baut man ein erfolgreiches Unternehmen auf. Es wartet noch ein Kunde. Kümmern wir uns auch um ihn. Wie sie da sitzt, die ist ja wie ich. Student, die Nächte durchmachen, als wäre es ein Nebenjob. Sich von Rahmen und Koffein ernähren und versuchen, zwischen den Vorlesungen den Sinn des Lebens zu finden. Ich liebe den Stil dieses Ortes. Dana Mulder sitzt im Café zufrieden. Das ist Dana Mulder, eine Studentin. Es sieht so aus, als würde sie deine Dekoration wirklich mögen. Das wundert mich überhaupt nicht. Du hast bereits drei verschiedene Sozialgruppen kennengelernt. In zukünftigen Missionen wirst du noch mehr kennenlernen. Vergiss nicht, dass jede soziale Gruppe andere Erwartungen hat. Ich bin gespannt, ob es auch eine Karen gibt. Das wäre sehr gut zu wissen. Okay, super. Wenn du an den Platz heranzoomst, an dem die Studentin saß, wirst du feststellen, dass sie einige Abfälle zurückgelassen hat. Das passiert manchmal. Manche Kunden sind ein bisschen unordentlich. Wir sollten es aufräumen, damit sich der nächste Kunde nicht beschwert. Okay, du Schwein. Das sieht viel besser aus. Nur ein kleiner Hinweis. Manchmal muss man sich auf eine Aufgabe konzentrieren, aber um einen herum ist eine Menge los. In solchen Situationen kannst du das Spiel jederzeit unterbrechen und dir Zeit lassen. Versuche jetzt, das Spiel anzuhalten, um fortzusetzen. Ah, ich muss sagen, mir gefällt es, dass wir jetzt nicht irgendwie eine Figur steuern, sondern wirklich mal in Vogelperspektive das Ganze jetzt hier handhaben. Okay, nice. Pretty useful, right? Ziemlich nützlich, oder? Wenn das Spiel pausiert ist, kannst du deine Aufgabe in Ruhe erledigen. Wenn du hingegen auf etwas wartest und nicht viel zu tun hast, kannst du das Spiel beschleunigen. Später kannst du immer noch zur Standardgeschwindigkeit zurückkehren. Probiere gleich beide Optionen aus. Okay, nice. Jetzt weißt du, wie du die Zeit manipulieren kannst. Du kannst gleich loslegen, aber denk daran, dass manche Kunden mit ihren Haustieren kommen. Es wäre schön, ihnen etwas Wasser zu geben, während ihre Besitzer eine Tasse Kaffee genießen. Das sollten wir gleich mal in die Tat umsetzen. Ach, witzig, dass es da nicht alles gibt. Okay, dann brauchen wir mal für die Hunde Water. Und wo finde ich das? Habe zwei Hundenäpfe, speziell wahrscheinlich. Okay, bam und bam. Ah, so many. So viel glückliche Hundeschwänze. Hahaha. Mein Chef, Herr, ich hasse ihn, sagt mir, dass ich jetzt woanders gebraucht werde. Ich bin zuversichtlich, dass du die Mission auch alleine bewältigen kannst. Im Missionsfenster kannst du deine Ziele und Fortschritte sehen. Wir werden uns bald wiedersehen, das verspreche ich. Ein letzter Tipp, sieh nach, ob noch genug Kaffeebohnen hast. Oh ja, das ist ein guter Tipp. Nee, nicht mehr so viel. Das ist schlecht. Finanzen, oh, schon viel ausgegeben, Kunden, wo kann ich die nachbestellen? Hier. Zutaten, Basis, Zutaten, Milch, Sojamilch, oh, Erdnusscreme, Mayonnaise, da gibt's ja voll Toppings, boah, da gibt's auch richtig geile Sachen. Reiner Espresso, ich brauche eigentlich, hier, Kunden können Americano nicht kaufen, nicht genug Vorräte. Okay, warte, lass mal die Zeit anhalten hier, stopp. So. Zutaten.
Das ist es nicht. Cappuccino. Das sind die ganzen Tassen. Das heißt, ich brauche die Basis. Reiner Espresso. Dreamway-Bohnen. Wir nehmen die besten. Boah, aber ist so teuer. Egal, komm. Nur das Beste. Die kommen in 4 Stunden erst. Das heißt, so lange kann ich den Kunden nichts geben. Die sind alle pisst. Verdammt, 4 Stunden dauert es? Oh Gott, Leute. Es ist 4 Uhr morgens. Es ist 7 Uhr morgens. Oh Gott, es ist eigentlich gerade die Hauptzeit, ne? Es ist eigentlich gerade die beste Zeit, um Kunden abzugreifen. Vielleicht kann ich noch irgendwie mal nicht so gute Bohnen bestellen. Vielleicht kommen die schneller. Ich habe kein Geld mehr. Ich habe kein Money mehr. Boah, es läuft ja richtig gut. Okay, wo bleibt meine Bestellung, verdammt? So, klicke auf einen Kunden und Mitarbeiter und ihre Bewertung zu analysieren. Nee, ich will es gerade gar nicht sehen. Die ist sicherlich nicht gut. So. Oh mein Gott. Das ist halt auch geil, ne? Du hast so einen wunderschönen Wagen und sagst den Leuten einfach, sorry, tut mir leid, kein Kaffee. Und alle haben hier Minuspunkte. Minuspunkte, Bestellung, Bestellung. Ich habe kein Geld. Ich warte auf meine Bestellung immer noch. Wurde die überhaupt gemacht? Hier, 10 Einheiten. Jetzt kommen die endlich. Oh, mein Gott, ey, habt ihr euch Zeit gelassen? Gib her. So, jetzt. Kommen Sie, kommen Sie. Ich habe wieder genug für alle. Schweine. So, okay, ein Espresso. Der Preis von Espresso ist ein bisschen hoch, aber ich habe beschlossen, es dennoch zu besuchen. Das ist gut. Vielleicht sollte ich da ein bisschen runter, oder? Komm, so ein bisschen. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu sehr übertrieben. Wir probieren es mal so. Okay. Beehren Sie uns wieder. Schon wieder der gleiche. Ist es wieder Johnny Doe? Ist wieder Johnny Doe 34. Aber Johnny Doe verlässt uns nicht, Leute. So. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Americano. Preis von Americano ist sehr günstig. Hm. Dann gehen wir eins hoch, mein Freund. Ich glaube, dass ich hier tatsächlich jetzt ganz viel Einnahmen machen muss, um am Ende wahrscheinlich mir eine, ein kleines Restaurant oder ein kleines Café kaufen zu können. Also in Form eines Raumes. Das habe ich nämlich gesehen. Man kann später so richtig mega geile Desserts machen mit Sahne und allem in der Vorschau und mega tolle Cafés. Da bin ich doch schon sehr gespannt. So, spul mal vor. Es ist gleich. Es ist geil. Mission abgeschlossen. Gut gemacht. Als Geschäftsmann hast du einen kleinen Schritt gemacht, als Praktikant jedoch einen Riesensprung. Dein Kaffeewagen Knutruns Fleddy in Kapstadt ist ein Ort, an dem sich die Leute wohlfühlen, leckeren Kaffee trinken und Spaß mit ihren pelzigen Freunden haben. Als Belohnung für deine harte Arbeit freuen wir uns, eine weitere Funktion für dich freizuschalten. Kaffee-Editor. Du findest die Menü unten links. Sei kreativ und lass dir einzigartige Kaffeerezepte einfallen. Denn es kommt eine herausfordernde Kampagne in der Vollversion. Und um das Ganze abzurunden, haben wir $2000 auf dein Bankkonto eingezahlt, damit du den Park so dekorieren kannst, wie du willst. Geil. Nice. Okay, nächster Schritt. Was erwartet dich in der Vollversion von Espresso Tycoon? Erschaffe unvergessliche Cafés auf der ganzen Welt. Erlebe das Klima von 10 hochwertigen Orten. Das ist nice. Das gibt's dort also. Mehr Mechanik. Was erwartet dich in der Vollversion von Espresso Tycoon? Bilde Baristas auf, stelle Reinigungskräfte, Handwerker und Sicherheitsleute ein, erforsche neue Zutaten, neue Dekorationsartikel, das kann man richtig geil machen. Vervollständige Kaffee-Editor, das ist das, was halt so mega nice aussieht. Okay, add to wishlist, okay, nice. Nice. So, dann haben wir hier einmal den Kaffee-Editor. Das ist, glaube ich, das, da kann ich meinen eigenen Kaffee machen. Gnudruns. Knus Fleddy, das wird mein Signature-Move. So, okay. Nächster Schritt. Ah, geil, jetzt kann ich das hier wirklich... Ich mache auf einmal... Es ist auf jeden Fall ein Espresso. Es kommt auf jeden Fall aufgeschäumte Milch rein. Noch ein bisschen mehr. Es kommt Erdbeereis rein. Oh, es kommt Erdnusseis und Mayonnaise. Und dann brauche ich noch ein bisschen Kaffee. Und noch ein bisschen aufgeschäumte Milch. Oh, das ist geil, Leute. Und dann speichern wir das. Boah, nice. Und den tun wir jetzt hinzufügen. Neuen Kaffee erstellen. Hey, wo ist denn jetzt mein Knutruns Fleddy? Moment. Knutruns Fleddy.
Nächster Schritt. So, ich will einmal... Nein, ich will das rausmachen. Kaltes Wasser, egal. So, Espresso, aufgeschäumte Milch. Das, dann nochmal aufgeschäumte Milch. Die maximale Becherkapazität erreicht. Speichern. So, dann machen wir den weg und machen Knutruns Flatty rein. Zum Menü hinzufügen. Da brauche ich aber noch Strawberry und Erdnusscreme. Das mache ich jetzt. Wie cool ist das? Ihr könnt eure eigenen Rezepte da reinpacken. Das ist ja nice. So, was brauche ich noch? Toppings, Eigenware, Zutaten. Erdnuss. Kapazität Erdnuss. Welche Erdnuss war denn da drin bei Knutruns Kaffee? Kann ich das nochmal nachschauen? So, da war auf jeden Fall Erdbeereiscreme und Erdnusseiscreme. Okay, Erdbeer. Ich mach mal Pause. Erdnuss. Erdnuss. Ja. Ja. Und wo ist Erdbeer? Strawberry hier. Heilige Strawberry. So, nice. Dann können die Leute nämlich den... Es ist ja lustig, dass ihr eigene Rezepte machen könnt. So. Da kommt schon die nächste Drohne. So, jetzt bestellt mal gefälligst Knutruns Coffee. Was ist hier los? Habe ich keine Bohnen mehr? Ah, goldene Bohnen. Da kannst du auch 5 Sterne machen. Hier, sie will Knutruns Kaffee. Der Preis von Knutruns Flatty ist ein bisschen hoch, aber ich habe beschlossen, es dennoch zu versuchen. Schließlich entschied ich mich, Knus Flatty zu bestellen, obwohl es nicht mein Lieblingscafé ist. Schäme dich. Wie kann es nicht dein Lieblingscafé sein, Girl? So, lass mal gucken. Ich pimp das jetzt mal noch ein bisschen. Oh, hier ist wieder Abfall. Die Leute ihren Scheiß aber auch nicht aufräumen, ey. Skandalös. So, ich pimp das jetzt mal hier noch ein bisschen. Brauche noch ein paar Blumen. Pflanzen. Was gibt's hier noch so? Darf ich das hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt erlaubt ist. So, Styling Points. Gibt's sogar, Leute. So, das löbt doch. Croissants. Also ich bin fast schon angetan, dass wir noch eine Folge machen, in der wir mal die Vollversion ausprobieren. Weil das sieht hier doch schon sehr nice aus, muss ich sagen. Es turnt mich sehr an. So, Knutruns Flatty. Der Preis von Knutruns Flatty ist so hoch. Der ist voll... Oh, der Preis ist wirklich hoch. Moment. So, der ist ja 6 Euro. Oh mein Gott, die Leute kaufen es trotzdem. Damit werde ich reich. Das ist wirklich ein bisschen viel, muss ich sagen. Hey, das ist eine Katze. Hau ab. So. Schließlich entschied ich mich, Knutruns Flatty zu nehmen. Okay. Es ist cool, das Game. It's a cool. Also, wenn es euch gefällt... würde ich mir das dann nochmal in der Vollversion anschauen. Da schaue ich mir erstmal die Rezension an. So, ich spule mal vor. Die Leute saufen einfach Kaffee. Ich stehe eigentlich schon 24 Stunden. Knutruns Flatty. Ist immer noch zu teuer. Hm, machen wir mal ein bisschen runter. Meine Marge ist halt kaum... Der Kaffee lohnt sich halt kaum mehr für mich, ne? Muss ich ehrlich sagen. Das ist das Problem, Leute. Der Kaffee lohnt sich für mich kaum mehr. Verdammt. Knutruns Flatty zum Mitnehmen. So, da kommt Knutruns Flatty. Den will ich jetzt mal sehen. Wie sieht der aus? Gib mir Knutruns Flatty. Ach, der nimmt das hier mit? Oh Gott, Eis in so einer komischen, so einem komischen Pappbecher? Okay, let's go. Boah, also die hohen Schuhe sehen sehr schmerzhaft aus, muss ich sagen. Ist hier irgendwo Müll? Nee, kein Müll. 1140. So, the business is getting serious. Die nehmen, ah hier, der Preis von Knus Flatty ist sehr günstig. Schließlich, schließlich entschied ich mich, Knus Flatty zu bestellen, obwohl es nicht mein Lieblingskaffee ist. Also sie mögen mein Flatty nicht. Warum nicht? Mach's mal ein bisschen höher, das ist echt zu günstig, ey. So. Kann ich auch einen Matcha erstellen? Ich möchte nochmal was Neues erstellen, auch mit einer anderen Tasse. Sehr cool. Geil. Ich nehme mal den hier. So. Matcha Gnu. Mal gucken, ob auch Matcha geht. Speichern. Kann ich irgendwie nicht. Oder kann ich immer nur einen machen wahrscheinlich? Tassenauswahl. Ah, nächster Schritt muss ich drücken. Sorry. So, nächster Schritt. Dann machen wir auf jeden Fall einmal ein Espresso.
Presse. Und wir machen mal aufgeschäumte Milch rein. Nochmal. Und dann machen wir Erdbeer rein. Och, geil. Und dann machen wir nochmal, würde ich sagen, nochmal aufgeschäumte Milch. Espresso. Boah, das sieht so nice aus. Und dann das. Und dann nochmal das und nochmal. Oh, yes. Speichern. So, dann machen wir Knus Flatty weg. Und machen wir Knus Flatty rein. Ah, Matcha Knu will ich reinmachen. So. Rezept hinzufügen. Nice. Nice, nice, nice. So, ich muss bestellen. Und zwar brauche ich Milch. Ist cool. Wenn ich hier drauf drücke, bestelle ich das automatisch. Knus Flatty. So, der Preis von Knus Flatty ist sehr günstig. Das werden wir gleich mal ändern. Der sollte schon mehr kosten, so. Und zwar bevor der Typ es bestellt. Das ist aber cool, dass du deine eigenen Cafés machen kannst. Und bestimmt auch später vielleicht sogar deine eigenen Törtchen. Ich bin mir nicht sicher, aber allein, dass man die Cafés machen kann, finde ich sehr cool. Lässig haben nichts zu bestellen. Das ist sein Problem. Heute möchte ich kein Matcha Knu. Es gibt leider nichts anderes für mich. Ich glaube, ich kann halt leider gerade auch nicht mehr reinpacken. Ich glaube, die Leute wollen statt ein Espresso lieber ein Americano. Aber ich glaube, wenn du Slots gesperrt, kann ich da wirklich nicht mehr reinpacken? Knus Flatty? Ah doch, klar. Ich kann die alle hinzupacken. Ja, dann. So, dann gibt es aber jetzt für jedermann was, Leute. Jetzt kommt mal her. Jetzt habe ich eine richtig krasse Karte. Was sagt er? Der Preis ist günstig. Das finde ich sehr nice. Also ich mag den Spielfluss. Ich mag, dass wir nicht den Charakter steuern, sondern einfach wirklich uns so durchklicken. Aber auch nicht nur aus der Vogelperspektive, sondern das entscheiden können, wie wir wollen. Dass wir die eigenen Cafés machen kann. Hier, der Preis von Knus Flatty ist ein bisschen hoch, aber ich habe beschlossen, ihn zu nehmen. Schließlich entschied ich mich, Knus Flatty zu bestellen. Es gefällt ihm nicht. Warum? Was ist dein Problem? Ich glaube, dass Knus Flatty... Ja, sind schon teuer, ne? Matcha Knu ist auch teuer. 6,50 Euro. Wenn man Qualität will, muss man auch zahlen. Beschwert euch nicht. Das ist Inflation. Ist hier irgendwo noch Müll? Tiere kommen auch gar keine. Kommen Sie, kommen Sie. Wir haben Matcha Knu und Matcha Flatty. Das Beste, was es überhaupt geben kann. Der Steve Torres, 21. Ja, er ist ein bisschen zufrieden, aber auch nicht wirklich. So. Heute möchte ich kein Knus Flatty. Es gibt leider nichts anderes für mich. Was habt ihr für ein Problem mit Knus Flatty? Wir haben Espresso. Wir haben alles hier drauf. Verstehe nicht. Wahrscheinlich nichts dabei, was sie halt mag. Unsympathisch. So, ein Knus Flatty. Der Mann weiß, was gut ist. Der Preis von Knus Flatty ist sehr günstig. Wie ist denn Knus Flatty eigentlich? 5,50 Euro ist günstig? Okay, dann erhöhen wir den nochmal ein bisschen. Meine Marge ist halt... Marge ist das, was halt für mich übrig bleibt, ne? Ist nicht viel. Aber er hat einen Hund. Und wir haben Wasser. Das ist gut. Ich weiß halt nicht, ob die Leute... Ah, ich kann den auch mit der Kamera folgen. Wie witzig. Knus Flatty zum Mitnehmen. Okay. 22 Dollar. Warum hat denn der auf einmal so viel gezahlt? Wir haben doch hier... Ich bekomme doch nur 6. Ich verstehe nicht, warum die Preise doppelt und dreifach sind. Bin ich in Monaco? Oder was ist Ihr Problem? Heute möchte ich keinen Knus Flatty. Es gibt leider nichts für mich. Es sind hier so viele andere Sachen. Ich mache mal Knus Flatty weg. Die Leute haben irgendein Problem mit Knus Flatty. Keine Ahnung, was deren Problem ist. Schämt euch. So. Hier wieder jemand. Der Preis von Knus Flatty. Knutruns Flatty. Ich finde eigentlich Knus Flatty voll der süße Name. So anstatt Flat White ein Flatty. Flatty in Klammer Flat White. Anstatt Cappuccino Capu. Ja, ich habe glaube auch noch alles, was ich brauche. Hallo der Herr. Darf es ein Knus Flatty für 20 Euro sein? Keine Bewertung, der wird es gleich bewerten. Der Adam Peterson 31. Der Preis von Knus Flatty ist hoch. Ja, also komm. Es sieht aber auch jeder anders, ne? Es gibt ja verschiedene Kunden. Manche sehen es anders, manche nicht. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ob es noch eine Karen gibt. Da kommt eine mit ihrer Katze. Und ich guck jetzt mal, was ich jetzt hier für Geld mache mit dem. Er hat jetzt ein... Er zahlt 20 Dollar. Ich verstehe nicht, warum. Eigentlich hat er ja... Ist so viel Trinkgeld vielleicht? Keine Bewertung. Und es ist die Monika Garcia. Okay. Also ich werde auf jeden Fall nochmal in die Vollversion gucken und schauen, was da alles so Neues geht.
um dann zu schauen, ob wir noch die Vollversion uns anschauen. Oder vielleicht spiele ich die auch erstmal privat und bringe euch dann eine Folge, wenn ich es mal weitergespielt habe. Das muss ich noch schauen. Es hängt immer so ein bisschen ab von wie ich die Games am Ende fand. Und wie ich jetzt zum Beispiel, ich werde auch mal die Rezension lesen, wenn die Leute sagen, ey, man macht nicht mehr als das jetzt, würde ich keine Version mehr bringen. Vielleicht könnt ihr es mir auch in die Kommentare schreiben. Deswegen, falls ihr euch manchmal wundert, warum es zu gewissen Folgen keinen Part 2 gibt, hat es auch einfach den Grund, dass man halt nicht sonderlich viel weiterspielen kann. Ich das halt dann andere Projekte gerade noch am Start habe und ich halt immer gucken muss, wofür sich die Mehrheit am Ende auch entscheidet. Aber da gucken wir einfach mal. So, dann sage ich immer danke. Ich bin gespannt. Vielleicht habt ihr auch das Game gespielt und könnt mir sagen, hey, lohnt sich auf jeden Fall oder hey, ging später. Es ist eigentlich immer das gleiche Prinzip und du machst eigentlich nur Kaffee. Da wäre ich sehr gespannt drüber, weil da habe ich auch was in die Richtung gelesen. Ansonsten sage ich immer danke fürs Zuschauen. Eine virtuelle Umarmung vom Daumen nach oben, Abo und Kommentar würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns in den nächsten Games.